Und der hat im Raum gefragt, ich weiß nicht, saßen da 100 Leute, hat er, glaube ich, gesagt, alles Finanzleute, Fondsmanager, hat gefragt, ob jemand Bitcoins besitzt. Und es hätte sich niemand gemeldet. Und das ist schon sehr bezeichnend, dass also selbst Leute aus der Finanzbranche, also hochgestellte Leute, immer noch keine Bitcoins besitzen. Das heißt, wir sind immer noch am Anfang. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich bin ja heute mit Michael. Hallo. Hallo. Wir sind heute hier in Hamburg auf dem 22. Börsentag in der Handelskammer. Und wir haben heute Mittag den Vortrag von Thorsten Pollheit hier aufgenommen. Er hat allgemein über das Geldsystem, über Gold und dann auch zum Schluss über Bitcoin gesprochen. Danach waren wir mit ihm, zum Mittag haben wir gegessen, auch ein super spannender Typ, der aber wirklich sehr viel für die Freiheiten in Ideen macht. Also er ist ja auch Präsident des Ludwig von Mises Institut. Man sieht einfach in letzter Zeit, dass man mehr in den Mainstream reinkommt. Er macht halt Interviews mit den Öffentlich-Rechtlichen. Er schreibt Artikel für den Fokus, für die Welt, für Wirtschaftswoche und so weiter. NTV, also er ist halt einfach extrem breit vertreten da. Und und dann sind wir gerade hier unterwegs gewesen. Hier gab es mehrere Stände und Michael, vielleicht willst du mal berichten, was wir da so erlebt haben. Ja, also wir hatten hier den Tipp von Steffen Krug bekommen. Er hat sich sehr angeregt mit der Bundesbank unterhalten und das wollten wir uns nicht nehmen lassen. Eigentlich hatten wir an ein Interview gedacht, aber das war leider nicht möglich. Die Damen und Herren von der Bundesbank halten sich sehr zurück, sind sehr diplomatisch. Wollten uns keine Auskünfte geben zu Bitcoin oder zu Regulierungen, die in Planung sind. Zum Beispiel, ich glaube, die eine Dame hat uns auch von einer Regulierung erzählt, von der sie dann nicht sprechen wollte. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, wo sie dann Stillschweigen bewahren musste. Das war super interessant. Sie haben auch gesagt, wir sind auch zur Neutralität verpflichtet und wir sind die Hüterinnen oder wir sind die Hüterin der Währung, wo ich auch gesagt habe, hey, letztendlich, man muss sich einfach nur euren Aufsichtsrat anschauen oder einfach die Gremien, wie die bei euch zusammengesetzt sind oder auch was in den USA mit der Federal Reserve, da hat ja auch Alan Greenspan hat mal gesagt, so von wegen, sobald wir nicht das machen, was die Politik sagt, verlieren wir unsere Unabhängigkeit. Und genauso ist es meiner Meinung nach auch bei der Bundesbank, bei der EZB. Natürlich sind das alles politische Organisationen und die geben sich immer diesen Anstrich, wir sind unabhängig. Und da haben wir die natürlich auch mit konfrontiert. Michael ist immer so ein bisschen diplomatischer und ich habe dann halt einfach ganz so direkt gesagt, so nach dem Motto, hey, wir erleben eigentlich ein Geldsozialismus, ihr habt das Geldmonopol und ihr könnt eigentlich nur setzt euch diese Maske auf von wir sind unabhängig und sehen zu, dass hier die Währung wertstabil bleibt und dabei halt auch inflationieren die Währung immer und ja, eigentlich das größte Betrugswesen überhaupt und das wissen die auch, aber oder ich denke mal, dass sie es wissen, aber natürlich ist das deren Job, die verdienen da Geld mit und dann sind sie da natürlich auch im Gespräch mit Fremden natürlich sehr zurückhaltend, sehr diplomatisch. Genau, also Jens hat das sehr erfolgreich verstanden, unsere Interviewpartner zu vergraulen mit so Themen, Anti-Staatsthemen. Aber wir haben natürlich schon schnell gemerkt, dass wir von der Bundesbank keine Auskunft bekommen. Aber es macht auch nichts. Wir wollten das Thema Bitcoin einfach nur nochmal in den Raum werfen und vielleicht ein bisschen mal erforschen, ob da irgendwas im Gange ist. Dann sind wir auch rübergegangen zur BaFin. Das war wesentlich interessanter, das Gespräch. Da kann Jens vielleicht noch mal was dazu sagen. Also wir sind einmal rumgegangen und haben dann natürlich alle Aussteller hier gesehen. Aber die BaFin ist für uns als Kryptologen natürlich interessant, weil sie hier die oberste Bankenregulierungsbehörde ist. Und da wäre es schon wichtig zu wissen, ob die vielleicht irgendwas in der Pipeline haben, was die Regulierung von Kryptowährungen oder Bitcoin angeht. Und dann haben wir uns da mal hingestellt und mit den drei jungen Herren mal gesprochen. Ja, und dann war es so, also als erstes haben wir gefragt, wie sieht es aus, was die Regulierung von Kryptowährungen angeht und haben die natürlich direkt gesagt, ja, ist das schon längst reguliert seit 2013, dann gibt es irgendwie, haben uns auch die Gesetze und alles gesagt und so und wir sind auch vor allem darauf eingegangen, dass es im Bitcoin, dass man da kein Geldautomaten, kein ATM ausstellen kann. Und
Ja, da haben sie natürlich haben immer nur auf den Gesetzgeber verwiesen, haben gesagt, okay, wir sind nur die überwachende Anstalt. Und man hat natürlich immer gesagt, okay, da ist die Politik schuld und die müssen handeln. Und ja, oder? Ja, also es war super witzig, weil ein Beamter kannte auch Hayek und Mises. Das hat uns sehr erstaunt. Das war sogar, du hast ihn noch ein bisschen aufgezogen und hast ihn ein bisschen herausgefordert. Er wusste Bescheid, was in Venezuela losgeht, dass Sozialismus Armut erzeugt. Das fand ich sehr mutig, dass er das so gesagt hat, obwohl er erst gar nicht sagen wollte, wo er steht, weil er gesagt hat, er hat auch Mises und Marx gelesen. Aber man hat doch eindeutig rausgehört, dass er die Austrian School dem Namen nach erkennt und auch Inhalte kennt. Das fand ich cool, dass ein Beamter in der obersten Finanzbehörde, Bankbehörde in Deutschland sich damit auseinandergesetzt hat. Und die haben halt auch gesagt, also besonders der eine Mann da hat gesagt, okay, ja, wir merken schon, letztendlich ist es eine philosophische Diskussion, aber Sie müssen auch Verständnis dafür haben, dass wir hier beruflich stehen und dann natürlich nicht ganz so offen sprechen dürfen. Und also man hat bei dem einen schon gemerkt, da der eine, der war halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, der hat wahrscheinlich noch nie was von der österreichischen Schule gehört. Und den habe ich da halt erstmal so Geldtheorie erklärt, habe so gesagt, warum denn der Euro gerade schlecht ist und Bitcoin besser ist, habe dann halt auch so mit Mises und mit der österreichischen Schule argumentiert und hat man bei diesem einen dann gemerkt, er ist offen dafür, hat das schon gelesen und dann wurde es halt auch gleich schnell politischer. Er meinte halt auch so, okay, hier reden ist jetzt nicht so einfach, aber da können wir vielleicht mal beim Bier drüber sprechen. Also man hat gesehen, ja, also letztendlich, ich denke mal auch in diesen Behörden, da sitzen auch Leute, die letztendlich das Spiel da ganz genau verstanden haben, was da gespielt wird. Da halt einfach aus opportunen Gründen, halt einfach, weil sie einen Job haben, weil sie davon leben müssen, weil sie Familien davon ernähren müssen, dann ja, einfach mit ihrer Meinung zurückhalten und dann einfach, ja, wahrscheinlich gute Miene zum schlechten Spiel machen. Genau, also die drei, ich hatte auch immer explizit gefragt, ob sie vor der Kamera aussagen würden, das wollten sie nicht. Als du mit dem einen Herrn immer wieder gesprochen hast, habe ich zu Jan, unserem Tontechniker hier, nochmal gesagt, er verbrennt unsere Interviewpartner. Ja, bei mir ist es halt, ich muss sagen, also wenn ihr hier meinen Kanal schaut, mit den meisten Menschen, mit denen ich auf meinem Kanal diskutiert habe, wir sind uns, wir gehen schon so in die gleiche Richtung. Insofern, ich bin halt einer, ich gehe gerne auf Konfrontation. Ich habe es nicht so, klar, ich kann natürlich auch diplomatisch und vorsichtig sein, aber das sage ich auch so von wegen, ja, BaFin, die wollen uns regulieren, die wollen uns nicht in Ruhe lassen. Warum muss ich zu denen eben, warum muss ich da, weil ich sie diplomatisch sein? Also da, weil es natürlich auch so in meiner Natur, dass ich da halt einfach mit meiner Meinung nicht so hinterm Berg muss bleibe. Ich, ne? Muss ich nicht entschuldigen. Und dann bist du, glaube ich, ein bisschen diplomatischer. So, ich habe, was ich aber sehr gut fand, was wir da rausbekommen haben bei den dreien, man hat Bitcoin als 2013, sagt er, als Finanzinstrument klassifiziert. Und das ist der Grund dafür, warum man keine ETMs in Deutschland aufstellen darf. Das ist einfach eine juristische Definition. Das heißt, bei der Klassifikation Finanzinstrument sind die Auflagen einfach zu hoch oder sehr hoch, um ETMs in den Städten, in Deutschlandstädten hier aufstellen zu können. Das wäre anders gewesen, sagten sie, wenn sie das als Währung klassifiziert hätten, dann wäre es anders gewesen. Aber so ist der Weg extrem schwer, hier in Deutschland ETMs aufstellen zu dürfen. Es geht nur im ganz kleinen Rahmen, irgendwie in geschlossenen Clubs, Vereine oder sowas. Aber für die breite Öffentlichkeit ist das so leider noch nicht möglich. Aber die drei konnten auch nicht sagen, was man denn dafür erfüllen muss, damit man Automaten aufstellen darf. Das wussten die Herren auch nicht. Auf jeden Fall auch, wir haben hier noch mit ein paar anderen gesprochen. Also erstmal der Vortrag heute von Herrn Polleit. Wir kamen so, der war um eins, wir kamen so um 10 vor 1 da an und dann war schon eine riesengroße Traube da vor der Tür. Das waren alles Menschen, die wurden nicht mehr reingelassen, weil der Raum voll war. Es waren bestimmt 100 Leute da, also das Interesse war riesengroß. Aber wenn man hier mit den Leuten auf den Ständen gesprochen hat, du kanntest auch gerade einen persönlich, ja. Und die haben auch gesagt, also wenn man hier einfach mit den Leuten über Bitcoin spricht, also kaum einer, also die Leute kennen sie, sprechen drüber, aber Bitcoin haben hat keiner. Ja, genau. Also wir hatten mit Julian Backhaus nochmal gesprochen. Ich glaube, das ist Chefredakteur von dem Magazin Erfolg. Der war heute in einem Vortrag von einem Fondsmanager, der sich sehr mit Bitcoin auseinandergesetzt hat. Dr. Leber, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist auch öfter bei ZDF und so, habe ich diesen Tag auch gesehen. Und der hat im Raum gefragt,
weiß nicht, saßen da 100 Leute, hat er, glaube ich, gesagt, alles Finanzleute, Fondsmanager, hat gefragt, ob jemand Bitcoins besitzt. Und es hätte sich niemand gemeldet. Und das ist schon sehr bezeichnend, dass also selbst Leute aus der Finanzbranche, also hochgestellte Leute, immer noch keine Bitcoins besitzen. Das heißt, wir sind immer noch am Anfang. Wo das Internet 1996 war, oder? Ja, sehe ich genauso. Also war ein spannender Tag, insofern hier mal ein paar Leute aus der Branche zu treffen, einfach zu sehen, dass halt einfach so, ja, das, was sie sowieso schon gedacht haben, dass es halt einfach, dass die Verbreitung von Kryptowährungen halt einfach noch sehr, sehr, sehr gering ist. Das wurde einfach nochmal bestätigt und insofern, also ich glaube, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Mit Sicherheit. All the way up. All the way up. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.